Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie gut die Tonqualität ist. Vor allem stockt das Spiel ziemlich. Naja, das große Problem ist nämlich, dass ich das Spiel ja eigentlich immer auf meinem Computer gespielt habe. Und wollte das gestern starten und dann hat Star Stable irgendwelche Updates gemacht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Habe ich jetzt das Problem, wenn ich das Spiel starte, habe ich nur einen schwarzen Bildschirm. Die Auflösung passt nicht mehr zu der von meinem Monitor. Und ich kann halt nichts sehen. Das Spiel startet aber ohne Probleme. Ich kann halt einfach nur nichts sehen mit meinem Monitor. Und da ich die Einzige bin in unserem Haushalt, die noch einen Stand-PC hat, haben wir auch keinen anderen Monitor, den ich mal eben anschließen könnte. Jetzt habe ich einfach Star Stable auf meinen Laptop runtergeladen. Aber wie ihr vielleicht schon seht, es ruckelt ziemlich, dadurch, dass mein Laptop einfach keine gute Grafikkarte hat. Mir wurde eigentlich gesagt, es wäre gar keine wirkliche Grafikkarte drin und ich bin doch sehr erstaunt, wie viel ich dann doch wiederum machen kann. Ich hoffe einfach mal, dass Star Stable das mit der Auflösung hinbekommt. Oder was ich halt gut finde, wenn man irgendwie schon, während man in diesem Launcher oder was auch immer das ist, während man da drin ist, dass man da vielleicht schon mal die Auflösung ändern könnte, dass das Spiel direkt in einer anderen Auflösung startet. Wenn man hier auf Escape drückt, kann man hier auf Optionen und da kann man, boah, stoppt das Spiel, könnte man hier die Bildschirmauflösung ändern. Vielleicht kann ich die Grafikqualität ein bisschen runterschrauben, vielleicht läuft es dann flüssiger. Können Sie mal ganz... Oh, okay, das ist nicht so schön. Jetzt muss ich das Spiel neu starten. Ja, egal, ich starte das dann einfach später mal. Also ich sag mal, man kann noch spielen. Das ist vielleicht jetzt nicht so schön zum Angucken. Ich hoffe einfach mal, dass ich dann demnächst... das wieder auf meinem PC spielen kann. Das wäre halt wirklich super, wenn man die Auflösung manuell außerhalb des Spiels schon einstellen könnte. Dann könnte ich das halt auch einfach an meinen Bildschirm anpassen. Das wäre halt gar kein Problem. Ansonsten muss ich halt mal gucken. Also ich bin froh, dass ich jetzt noch kein Star Raider bin. Hätte ich das jetzt vorher gemacht, wäre das sehr ärgerlich gewesen, wenn ich dann gar nicht richtig spielen kann. So, ich muss mich aber, glaube ich, erstmal um mein Pferd kümmern. Das ist nämlich richtig traurig. Ich weiß gar nicht, warum. Das letzte Mal hatte ich es gepflegt. Kann es vielleicht sein, dass man da wirklich jeden Tag ins Spiel muss und das Pferd pflegen muss? Also, fände ich sehr nervig, weil ich habe nicht Zeit, jeden Tag zu spielen. Aber, naja. Ja, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dass es so ruckelig ist. So, also tägliche Pflege ist abgeschlossen. Trotzdem geht es unserem Pferd nicht gut. Naja, ist halt so. Also ich finde, es geht mit der Grafik. Es ruckelt halt ein bisschen. Es ist nicht so schön, aber es gibt deutlich Schlimmeres. Ja, auf meinem PC ist es schöner, aber man kann ja auch nicht alles haben. Willkommen im Club. Du hast hier und auch im Stall eine tolle Arbeit geleistet. Ich hätte nie gedacht, dass wir dich unserem Club beitreten lassen, Gwendolyn. Boah, warum ist das so langsam? Egal. Aber ich muss zugeben, du bist wirklich gut und verdienst es. Willkommen im Club. Ich habe eine Jacke bekommen. Die Bobcat Clubjacke. Wow. Super. Sollen wir die direkt mal anziehen? Ups. Ach so, ich muss wahrscheinlich jetzt nochmal mit ihr sprechen, oder? Habe ich jetzt irgendeine Aufgabe?
Du willst die Strecke nochmal versuchen? Ah klar, los geht's. Boah, was ist jetzt los? Wir machen das jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ist mein Pferd jetzt beige? Aber nein, ist das nicht. Ich habe mir gedacht, wenn wir eh gerade dabei sind, machen wir das jetzt nochmal. Das bringt ja unserem Pferd auch ein bisschen was. Boah, ruckelt das. Es ist nicht schön anzusehen. Ich hoffe, in der Aufnahme geht es. Aber ich weiß nicht wieso, aber die Steuerung kommt mir am Laptop irgendwie besser vor. Weiß auch nicht. Vielleicht weil es so ruckelig ist, kommt es mir so vor, als wäre die Steuerung besser. Ja, die ist natürlich viel schneller mit ihrem Pferd, was auch immer das ist. Ja, die sind alle so schnell, wenn die hier lang rasen. Oh. Oh. Kann man während eines Rennens runterfallen und sich wehtun? Ja, zeig uns allen nochmal, dass du springen kannst. Ich kann es nicht. Warum springt die ganze Zeit bei einem Rennen? Was ist der Sinn dahinter? Ja, gut. Also ich habe das Rennen beendet. Das ist ja schon mal was. Hier sind jetzt irgendwie gelbe Punkte auf der Karte. Ich reite einfach mal hin. Mal gucken, was da passiert. Also ich muss sagen, ich hoffe inständig, dass es einmal am PC wieder funktioniert, weil hier ist es echt ein bisschen Quälerei. Wow! Einmal in den Ofen. Ja, genau. Hau auf mein Pferd ein. Das mag ich gerne. In meiner Schmiede fertige ich die feinsten Hufeisen an. Als ein Druide und Mitglied der Beschützer Aidens liegt es mir am Herzen, diese Insel vor Ausbeute zu bewahren. Wenn ich dich also jetzt nach ein wenig wertvollem Jorvik-Stahl frage, möchte ich besonders betonen, dass ich ihn mit größter Sorgfalt und Verantwortung benutzen werde. Ich danke dieser Insel jeden Tag für die wunderbaren Geschenke, die sie an uns Insulaner gibt. Hufeisen, die aus Jorvik-Stahl gefertigt wurden, können deinem Pferd Flügel verleihen. Früher wurde dieser Stahl in der Damaskusmine im Westen abgebaut. Nimm diese Hacke und bringe mir 5 Brocken Stahl. Du wirst großzügig belohnt werden. Ja, hoffentlich mit Hufeisen. Also, ich brauche 5 Brocken Jorvik-Stahl. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ich da jetzt rein? Okay. Ich bin verwirrt. Hier irgendwo muss ich rein. Kann das sein? Oh, Felsen. Ja. Boah, ruckelt das. Das ist ja echt nicht auszuhalten. Naja. Immer noch besser, als wenn ich gar nicht aufnehmen könnte. Das hätte ich nämlich echt blöd gefunden.
Nein, muss ich absteigen dafür. Verdammt, ich muss absteigen. Bum, bum, bum. Mal Shift war laufen. Wow. Ach, da steht noch jemand. Die scheint aber auch noch nicht ganz so weit zu sein. Die hat auch die grüne Jacke, die holt bestimmt auch Stahl. Wie bringt man eigentlich sein Pferd manuell zum Steigen? Oh, was ist das denn? Hier ist ein Stern gefunden. Du kannst versteckte Sterne an vielen Orten in Jorvik finden. Die Sterne liegen oft an geheimen Orten und können schwer zu finden sein. Du kannst auf deinem Charakterbogen sehen, wie viele Sterne du bereits gefunden hast. Durch das Klicken auf einen anderen Spieler kannst du sehen, wie viele Sterne dieser bereits gefunden hat. Die Anzahl wird hinter dem kleinen Stern angegeben, nicht mit dem größeren Star Rider Stern zu verwechseln. Die Sterne sind eine spannende Art festzustellen, wie viele Orte du bereits entdeckt hast. Okay, immerhin habe ich jetzt einen Stern. So, jetzt geht's hier wieder los mit dem Lenken. So, hier haben wir noch eins. Ich weiß gar nicht, wie viel noch fehlen. Bum, bum, bum. Eins fehlt noch. Oh. Ich häng fest. Da, jetzt aber. Wow. Okay, Hilfe. Nein, lass mich raus hier. Hilfe. Ach, was soll das denn? Ich will wieder in die Höhle. Hallo. Hallo. Wie bin ich jetzt bitte hier hingekommen? Und wie komme ich hier wieder weg? Gut, dann machen wir das so. Gut, dass es den Abholservice gibt. Ansonsten, wenn man sich irgendwo mal festgebackt hat, dann ja, hat man Pech gehabt. Nein, wo ist mein Pferd? Ah, da ist mein Pferd. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Ach, und da wäre der Stein gewesen. Okay. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt wieder zurück zum Schmied. Meine Güte. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Kann das an der Grafikkarte liegen, dass man sich ständig verbuggt? Lauf! Hero Flame.
Boah, sind jetzt viele unterwegs hier. Schrecklich. Ah, die Reinheit dieses Metalls ist traumhaft. Lass mich damit beginnen, Hufeisen für dein Pferd zu schmieden. Sie werden dich sicher und schnell tragen. Das wird ein wenig Zeit beanspruchen. Also vergiss nicht, später wiederzukehren und nachzuschauen, ob ich schon fertig bin. Okidoki. Sehr gut. Wir kriegen also tatsächlich Hufeisen. Dum, 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 dum. Dann reiten wir jetzt mal zum nächsten Auftrag. Den können wir dann machen, während unsere Hufeisen geschmiedet werden. Wow, wie habe ich das geschafft? Ich warte mal, bis es ein bisschen geladen hat, sonst muss ich immer so langsam lesen. Ich weiß nicht, wie ich diesen alten, verrückten Mann umstimmen kann. Ich weiß, dass meine Mutter meinen Vater aufrichtig geliebt hat. Was passiert ist, ist eine Tragödie und es war ganz bestimmt keine Intrige. Egal, was manche Leute behaupten mögen. Guck mal, ich habe diese Briefe, eine Unterhaltung zwischen meinem Vater und meiner Mutter, bevor sie geheiratet haben. Also ich meine, auf meinem PC hat das schneller geladen. Ah, okay, so geht's auch. Es zeigt, wie tief ihre Liebe war. Ich wollte sie immer Jasper zeigen, habe aber nie den richtigen Augenblick gefunden. Vielleicht könntest du es jetzt machen. Hier, nimm die Briefe und zeige sie Jasper. Sie sollten wenigstens einen kleinen Eindruck bei ihm hinterlassen. Gut, dann machen wir das doch. Reit mir zu Jasper. Aber es ist schön, so langsam kenne ich mich dann auch ein bisschen aus. Glaube ich jedenfalls. Nein, okay, ich kenne mich doch nicht aus. Ich habe mich verritten. Reiten wir einfach mal hier oben lang. Was passiert jetzt, mein Pferd? Wieso ist mein Pferd gerade rückwärts gerannt? Was zur Hölle ist los mit dem Spiel heute? Vielleicht stoppt es aber auch nur so extrem, weil so viele im Spiel sind. Ich habe schon mal gehört, dass die Server schnell mal überlastet sind. Vielleicht ist das ja genau jetzt. Ah, schön, die reitet da einfach durch, die Glückliche. Da bist du ja schon wieder. Mit all diesen Papieren. Lass mich mir das mal angucken. Sie sehen ziemlich alt aus, aber die Handschrift kommt mir bekannt vor. Ist das etwa die Schrift meiner Tochter? Ja, wenn ich diese Briefe von meiner geliebten Tochter lese, dann schmilzt mein Herz. Oh, wie dumm ich gewesen bin. Und das hat mich meinen Enkelsohn gekostet. Ich habe tatsächlich die Eigentümerurkunde und Thomas Morland soll sie bekommen. Dieser Miskell von Campbell ist eine Schande für diese Insel. Hier ist der Schlüssel für mein Bankfach in Fort Pinter. Dort drin wirst du finden, was du brauchst. Hole die Papiere ab und bringe mir erst den Schlüssel zurück, bevor du auch nur ein Wort zu Thomas Morland sagst. Okay. Und jetzt an kannst du mein Land immer frei passieren. Du erreichst Fort Pinter, wenn du den Fort Pinter Way Richtung Süden reitest. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch hinbekommen. Also darf ich jetzt hier durch. Sehr schön. Kann man mal ein bisschen mehr erkunden. Aber auch gut, dass dem jetzt einfach wegen einem Brief auffällt, wie bescheuert die ganze Situation ist. Und sich das nicht mal vorher fragt oder vorher überlegt. Weil es einfach 20 Jahre keinen Kontakt zu seinem Enkel zu haben. Ich gehe davon aus rechts, weil da oben auf der Karte ein gelbes Sternchen ist. Ein gelbes Pünktchen.
Ui, das hat schon was. Jetzt sieht man auch mal ein bisschen das Meer. Huch, die reitet auf dem unsichtbaren Pferd, auch gut. Ja, das stockt echt ziemlich. Das nervt mich gerade. Ist aber auch mutig, der Weg hier. Klock, klock. Voran. Ach, Spiel, bitte stopp nicht so. Oh, hier gibt's Pferde. Hab ich das gerade richtig gesehen? Oh, hier kann man Pferde kaufen. Oh, Pferde. Ah, die sind bestimmt voll teuer. Ich guck mal, was das ist. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Tier ist, aber. Oh. Ein englisches Vollblut, okay. Kostet ja nur 890. Geschwindigkeit 0. Hä? Ist so etwas. Der totale Wert in den einzelnen Fähigkeiten. Sollte der nicht eher bei Geschwindigkeit Pluspunkte haben? So als englisches Vollblut. Was haben wir da? Sind bestimmt alle, also ungefähr gleich teuer. Ah, ein Lipizzaner. Nein, der ist direkt noch teurer und man muss Level 9 sein. Also, wenn man kein Star Rider ist, hat man sowieso schon mal keine Chance auf den. Aber ich finde, der guckt ein bisschen dümmlich. Der hat die Augen auch so nach vorne gerichtet. Das ist ja eigentlich ja eher nicht so bei Pferden. Oder eher selten. Die gucken ja eher zur Seite als nach vorne. Naja. Und das da soll ist bestimmt irgendwie Shire Horse oder so ein kleines Stale oder wie die heißen. Ein Shire, genau. Ist aber auch Level 8 und kostet genauso viel. Tja. Boah, aber Stärke 5, das ist natürlich gut. Obwohl, wofür ist das gut? Muss man hier Baumstämme ziehen oder so? Sind auf jeden Fall alle einen Ticken größer als mein Pferd. Naja, ob ich dann mal Star Rider werde, wahrscheinlich nur, wenn das irgendwann auf meinem Computer wieder geht, weil so zu spielen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ätzend. Wo ist denn jetzt das Bankschließfach? Da. Hier ist das Bankschließfach. Hallo du willst eine Tasche haben? Dann bist du hier richtig. Willkommen in Fort Pinters Haustier- und Taschengeschäft. Warum wir Haustiere und Taschen verkaufen, das ist doch klar, weil man eine Satteltasche braucht, um mit einem Haustier reiten zu können. Wie sollte dein Haustier sonst sehen, wo ihr seid? Bei mir findest du die schönsten Taschen in ganz Jorvik und bei meiner Kollegin im Tiergeschäft gibt es alle möglichen Haustiere. Weißt du was? Geh zu ihr und sag Hallo. Sag ihr, dass du ein VIP-Kunde bist, sodass du die erste Tasche gratis bekommst. Gibt es ja jetzt nicht unbedingt viel für, außer die Tasche, die ich wahrscheinlich eh nicht brauche. Aber wir machen das einfach mal. Oh, das nervt echt, dass das immer wieder kommt. Okay. Stimmt, manche hatten ja so süße Tierchen. Aber die kosten bestimmt auch wieder diese Starcoins. Hallo, aha, du bist ein VIP-Kunde. Bitte sehr, hier hast du eine Tasche für dein Haustier. Es ist nicht die schönste Tasche der Welt, aber mein Kollege dort verkauft etwas schönere Taschen, wenn du willst. Aber jetzt zum Haustier. Hast du gesehen, wie süß die sind? Sie suchen alle nach einem neuen Zuhause. Was sagst du? Glaubst du, dass eins von ihnen besonders süß ist? Sprich mit mir, wenn du ein Tier kaufen willst, und erinnere dich daran, dass sie in einer Tasche sitzen müssen, wenn du sie sehen willst. Sonst glauben sie, dass sie zu langweilig sind, um sich zeigen zu dürfen. Okay. Ich glaube, generell ist es für ein Tier nicht so toll, in einer Satteltasche zu sitzen. Und ich weiß auch nicht, welchen Kollegen sie jetzt meint, mit dem ich sprechen soll. Achso, wahrscheinlich die draußen. Nee. Wir wollen keine Haustiere.
Mein Pferd hat sich einfach mal umgestellt. Ja, wo war jetzt das Bankschließfach? Ich suche das Bankschließfach. Hilfe. Ich bin doch jetzt im Fort Pinter, oder? Na, Supi. Boah. Also ich drücke Shift, aber es läuft nicht. Doch, jetzt läuft's. Ja gut, irgendwie gibt's hier kein Bankschließfach. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nicht so doof. Wahrscheinlich habe ich nicht richtig zugehört und habe gedacht, oh, ich darf rausreiten, juhu, dann wird das bestimmt woanders sein. Naja. Aber dann war ich jetzt auch mal hier. Boah, es ist ja schon. Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterfalle? Was ist hier los? Hier stehen viele Pferde. Stehen die da jetzt zusammen und schreiben sich, oder? Okay. Jeder wie er will, ne? Ja, ich muss sagen, ich mag eigentlich solche Mehrspieler-Spiele nicht so wirklich, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwie alle wuseln durcheinander und aber ich mach mal ein bisschen leiser, es ist doch ein bisschen laut. Dabei noch lenken. Und ich habe irgendwie auch ehrlich gesagt nicht so die Lust auf so Club-Sachen, weil ich kann mich einfach nicht an so Zeiten halten. Ich kann nicht sagen, ja, morgen um 6 Uhr mache ich das und das. Geht einfach nicht. Moment mal, jetzt ist aber gerade irgendwo da vorne. Oh, ja, halt doch an, Pferd. Du kannst auch einfach anhalten. Jetzt ist da nämlich gerade was Orangenes, als müsste ich da was sammeln. Aber das ist irgendwie nicht in Fort Pinter, sondern unten. Vielleicht ist da unten hier hoch. Kann man hier am Strand lang reiten oder ertränke ich gleich? Nee, es geht. Wahrscheinlich gibt es nur andere Wege, hier lang zu kommen. Jetzt ist es doch wieder da oben. Uah! Ja, tut mir leid, Hugo Schleim. Boah, dem geht's so richtig schlecht. Wie mache ich es denn, dass es meinem Pferd besser geht? Vielleicht ist das hier unten. Das sieht ja süß aus hier. Hm? Nee, sieht aus wie Umkleidekabinen. Lauf, Hero Flame, lauf. Der Global Chat ist aktiviert, okay. Ist gebongt. Ach, okay. Da gibt es eine Treppe. Komme ich da hoch mit meinem Pferd? Oh. Das nervt echt, dass das so stockt. Man kann gar nicht vernünftig spielen. Jetzt habe ich den Chat wieder verlassen. So, gucken wir mal, ob Pferde hier Treppen steigen können. Haha, tatsächlich. Das ist ja lustig. Aber es steckt irgendwie so halb in der Treppe. Du-du-dum, du-du-dum, du-du-dum. Stockt das. So, hier war ja irgendwo was Orangenes, als müsste ich hier irgendwo was einsammeln. Ah,
da, okay. Okay, also wir haben jetzt anscheinend diese Unterlagen alle bekommen. Dann reiten wir jetzt zurück. Ich muss ja sagen, ich finde diese Ponys unglaublich süß. Also ich glaube, wenn ich mir irgendwann mal ein anderes Pferd holen sollte, falls ich mal Star Rider werden sollte, würde ich mir so ein Pony holen. Die sind echt süß. Aber ich frage jetzt, ob die dann auch so schnell sind, ne? Na, könnt ihr mir ja mal eure Erfahrungen schreiben. Sind Ponys schnell oder sind die eher dann langsamer, weil sie so klein sind? Was liegt da? Eine Matratze? Das sind die alten Dokumente, die Thomas braucht. Diese Urkunde beweist, dass er der rechtmäßige Besitzer der Mordenstube ist. Und mein Schlüssel? Vielen Dank. Gerne doch. Weißt du was? Mein kaltes Herz ist jetzt aufgetaut, nach 20 Jahren. Nun, junge Dame, ich gebe dir die Urkunde über die Morland-Stelle. Du hast sie dir verdient. Ich nehme an, dass du dich jetzt auf den Weg zu Thomas Morland machst. Er wird sehr erfreut sein. Da krieg ich eine andere Reithose. Cool. Nein, ich werde jetzt die Urkunde behalten, an dieser Stelle nehme ich mir. Junge Dame, ich muss Ihnen einen Gefallen bitten. Wenn du diese alten Briefe zu Justin bringen könntest und ebenfalls dieses Amulett, das seiner Mutter gehört hat, erzähl ihm, was du gemacht hast und sag ihm, dass ich meinen Enkel so schnell wie möglich sehen will. Es ist nicht viel, aber wenigstens ein kleiner Versuch, 20 Jahre wieder gut zu machen. Oh, dann kriege ich ein T-Shirt. Ja, klar. Neue Klamotten. Yippie. Ich hätte aber gerne mal irgendwie Ausrüstung für mein Pferd. Das fände ich irgendwie schöner. So eine bunte Satteldecke und ein paar Bandagen, das finde ich cool. Aber dafür muss man wahrscheinlich Star Rider sein. Dann kriegt man da bei den Aufgaben auch Sachen für das Pferd. So, ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ lange dran, schon 33 Minuten. Ich bringe die Sachen jetzt noch kurz schnell zu den Leuten. Und dann mache ich auf jeden Fall mal einen Cut und gucke, ob ich da noch eine Folge aufnehme oder ob ich keine Lust mehr habe. So, einmal zu Justin. Oh mein Gott, du hast ja keine Ahnung, wie glücklich mich das macht, Gwendolyn. Diese Fehde hat schon viel zu lange gedauert und endlich ist sie vorbei. Und dir allein ist zu danken. Du wirst immer ein ganz besonderer Freund für die Morland-Stelle sein. Ja, so bin ich. Ganz toll. Ein neues T-Shirt. Obwohl, ich hole mir erstmal die restlichen Sachen ab, dann Silverglade-Championat. Okay. Ich glaube, dafür bin ich noch zu schlecht. Das probiere ich mal lieber nicht. Heilige Pferde, du hast die Stelle vor der Zerstörung gerettet. Endlich kann ich beweisen, dass ich der rechtmäßige Besitzer der Morland-Stelle bin. Und das dank deiner Hilfe. Ich werde das dem Stadtrat zeigen und Herrn Campbell wird nichts anderes übrig bleiben, als seine Bauarbeiten zu stoppen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich schulde dir mehr, als ich hier wieder gut machen könnte. Schenk mir einfach ein neues Pferd, eine schöne Ausrüstung und schöne Klamotten. Dann bin ich schon zufrieden. So, dann gucken wir doch jetzt mal, was wir hier so haben. Anfängerausrüstung, die wollen wir ja nicht mehr. Ein feines T-Shirt. Okay, es ist grün. Einfach ein grünes T-Shirt. Und eine schwarze Reithose. Das finde ich gut. Aber kann es sein, dass die Stiefel damit komisch aussehen? Ja, die Stiefel sehen durch die Reithose komisch aus. Ah, das ist so eine Schlaghose, ne? Aber sie ist schwarz. Nein, besser als gar nichts. Alte kaputte Satteltasche. Nee, kann ich mir natürlich nicht auf den Kopf ziehen.
Schade, wäre lustig gewesen. Ich glaube, am Anfang, wenn man immer diese Klamotten geschenkt bekommt, dann kann man immer ganz genau sehen, wer wie weit ist, weil jeder erstmal die neuen Klamotten anzieht, weil die sind ja neu. Ach, die Morlin-Stelle. Freundlich. Ups. Jetzt passiert wieder, dass ich ständig rückwärts renne. Oh, die reitet ohne Sattel. Wow. Bleib stehen. Die reitet ohne... Nein, vorwärts. Die reitet ohne Sattel, das ist ja cool. Ich will auch ohne Sattel reiten. Weißt du, irgendwer ist jetzt Mitglied. Ach ja, ich bin ja in irgendeinem Club, ne? Kann ich jetzt einfach... Tatsächlich. Ich könnte bestimmt auch ohne Trense reiten. Boah, ich reite auf einem Wildpferd. Haha. Haha. Jetzt reite ich auf einem Wildpferd. Lustig, was? Da guckst du Vanessa Ironberg. Ach ja, ich wollte die Folge beenden, ne? Da war ja was. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir doch mit diesem Spiel. Wieso sieht das eigentlich? Ich könnte meinen Bildschirm was kippen, dann ist es nicht mehr so dunkel. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, würde ich sagen, mit diesem netten Bild hören wir dann auf für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder spielen konnte. Ich habe ja schon gedacht, das Projekt fällt total ins Wasser. Naja, ich denke, ich nehme jetzt aber noch eine Folge auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!